Psst. Wenn du weiter hier rumwanderst, bekommen wir Schwierigkeiten. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Das ist deine Arbeit, also sei ruhig. Ich komme und spreche ab. Was? Ich spreche ab und zu mit dir. Bleib einfach. Okay. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Ach, widerlich. Hey, Moment mal. Ist das nicht? Hä? Der Name von Sephiroths Mutter. Hab ich auch gerade festgestellt. Ich erinnere mich an Genova. Dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Ja, das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Tifa, ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. Tiefer? In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Nee. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Ich gehe jetzt hier schlafen. Auch wenn es hier komisch riecht. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die andere etwas ausruhen können. Oh, und ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Hallo? Wie bist du denn? Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe meinen Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Fotografiere mich oder geh ins Haus zurück, es ist gefährlich. Ich mache keine Bilder von einem Niemand. Was? Hallo? Mann, ich bin so nervös. Warum? Ich bin auch aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Stimmt, verpasst deine Chance nicht, ein Held zu werden. Ja. Chancen, Held zu werden. Hier ist eine Tür. Geh mal rein. Sephiroth ist der Shit. Wir lieben dich, Sephiroth. Ich will ein Kind von dir. Ja, offensichtlich. Was? Ja, ich habe nur vorgelesen, was da stand. Cloud? Bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Oh. Ja. Oh, hier, guck mal. Schöne Vasen und Zeug. Guck mal. Oh, ich möchte in die Küche bitte. Oh, hier gibt es bestimmt irgendwas im Kühlschrank. Nein? Was ist das für ein riesen Kühlschrank vor allem? Und so viele. Gibt's hier nicht irgendwas zum. So, ne? Gar nicht. Überhaupt nicht, gar nichts. So hier eine Gurke. Oder was auch immer das da ist. Man weiß nicht. Spielklavier? Ich kann nicht Klavier spielen. Oder gibt es hier ein Klavier? Ah. Ich spiele Klavier. Cloud? Bist du in mein Zimmer gegangen? Bin ich? Bin ich in ihr Zimmer gegangen? Natürlich. Was? Sephiroth, die drei in Dur-Schmerz. Ich geh mal hier rein. Guck mal. Oh, ist ja so schön Teddybären da sitzen. Ich habe auch nichts durchwühlt. Ich habe nur geguckt. Kann nämlich nichts durchwühlen. Es riecht nach ihr. Hast du auf meinem Klavier gespielt? Ja.
Also, wie ging das nochmal? Ich erinnere mich. Start. Nein, ich habe nicht am Bett gerochen. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele. Das fetzt. Das war Heavy Metal. Krabbel, du spielst Krabbel. Ey, das ist wunderbare Musik, was ich hier spiele. Perfekt. Das klingt echt gut. Ich sehe Potenzial. Ja. Das war eigentlich Bruder Jakob, oder? Bruder Jakob, Bruder Jakob. So, gut, es reicht. Schön, ach cool. Ja, gut, so ein bisschen musikalisch bin ich ja, ne? Aber nur so ein bisschen. So, hast du in dem Bett meiner Eltern geschlafen? Nein. Kommt keine Frage. Die sind auch wieder auseinander. Gut. Offensichtlich ist das hier so in dieser Welt, dass Eltern oder Ehepaare nicht zusammen in einem Bett schlafen. Aus Gründen der Vernunft? Ich habe keine Ahnung. Ist kein besserer Grund eingefallen. So, Tür. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Nee. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit dem Ereignis von vor 5 Jahren zu tun. Ja, gut, dann geh halt wieder raus. Warte, ich will das hören. Ich auch. Es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Oh, warum ist sie denn gestorben? Hi, Mom. Ja? Cloud? Cloud, bist du es? Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mama. Komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Wirklich, du siehst echt gut aus. Ist das eine Uniform von Soldier? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen sich nicht in Ruhe. Das hatten wir schon mal, diese Szene. Ganz am Anfang. Das klingt gar nicht lebensfroh. Ja, sie kommen mir so ein bisschen... down vor. Irgendwie so, ne? Also, ein bisschen überrascht. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. So wie Tifa zum Beispiel. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest, ja, eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Ich bin überhaupt nicht interessiert. Bist du auch richtig? Ja,
Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Oh, das ist aber schön. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud? Nicht wahr, Cloud? Jetzt? Ich werde immer deine Mutter sein. Ich wurde gerade geblitzdingst. Unangenehm. Lass uns damit aufhören. So, hier. Immer dieser billige Sattanschuss hier. Entschuldigung, ich habe halt nur so ein altes LMB. Es tut mir leid. Willkommen. Hallo. Hey, bist du nicht? War schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal. Mach schon weiter. Mann, da muss der Internethamster echt schneller laufen. Ja. Willkommen. Ich war doch schon mal hier. Hey, bist du nicht? Nein. Ich war schon mal hier. Ja, hatten wir ja gerade schon. Sephiroth? Einen schönen guten Tag wünsche ich. Hallo. Das ganze Gasthaus ist heute Nacht für Shinra reserviert. Cloud, bist du das, Cloud? Wir haben uns bestimmt 2 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr. Sag mal, du hast ganz schön was erreicht, oder? Jetzt, wo du Sephiroth unterstehst. Er ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden. Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Wir reisen um die Welt und unterrichten Kinder in Kampfsportarten. Ich habe 198 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Tifa? Hast du Tifa? Ja, Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Bin ich wieder hinter dir. Arsch. So, einmal in der Küche rumkrabbeln. Ja. Komm ich nicht durch. Hallo. So, gehen wir mal nach oben. So, Meister Sephiroth steht hier. Was schaust du so? Ach, diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Ja, ich weiß aber auch nicht so recht. Hier ist eine Kiste oder sowas, ne? Ne, steht oben auf dem Regal. Hier sind 3 einzelne Betten. Ja, das ist gut. Das ist gerade richtig für uns. So, okay. Wir haben ein Bett zu wenig. Ja, ich kann auch zu Hause pennen. Ist kein Thema. Geh dann mal. Tschüss. So, wir suchen mal noch fix die gute Tifa. Ich glaube, das ist noch eine gute Aufgabe. Oh, was ist denn das hier für ein schönes Haus? Diese Villa. Nein, das kommt später. Okay, er möchte nicht in diese Villa. Ich möchte diese Villa nicht kaufen. Hallo? Bist du von Shinra? Wer bist denn du? Ich bin in dieser Stadt der... wie nennt sich das? Bist du nicht Cloud? Kennst du mich nicht? Du bist Tifas... Richtig, ich bin Tifas Vater. Oh, aber eine komische Stimme auf einmal. Ich möchte, dass du dich von meiner Tochter fernhältst. Die ist irgendwo da hinten. Ich möchte mich aber nicht von ihr fernhalten. Da vorne ist der Mount Nebel. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Berge stieg. Gut, kann da nicht lang gehen. Da kann ich auch nicht lang gehen. Ich war auch gerade schon im Inn. Da gab's nichts. Ich war doch schon im Inn.
Ich will schlafen. Ich schlaf mal. Stimmt, hast recht. Ich habe hier auch gerade keinen Speicherpunkt, fällt mir auf, ne? Da steht er noch, oder? Kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Es geht nicht. Ich darf hier nicht schlafen. Geht nicht. Kaputt. Bett kaputt. Geh mal nach Hause. Vielleicht kann ich zu Hause schlafen. Darf ich nicht. Hey, sonst erinnere ich mich an nichts mehr. Es gibt nichts weiter zu sagen. Ist in Ordnung, Cloud. Ja, mach das bitte. Ist besser so. Ja, hier gibt's irgendwie keinen Speicherpunkt, ne? Hm. Wer bist du denn? Hallo? Oh, gehörst du zu Shinra? Willkommen. Oh, es tut mir leid. Du bist es, Cloud. Ich hab dich nicht erkannt. Hallo? Hallo, Onkel Cloud? Shinra? Shinra? Soldier! Salza? Wirst du die Ungeheuer töten? Wirst du? Ja. Muss aber irgendwo einen Speicherpunkt geben. Ansonsten muss ich nochmal auf die Karte zurück. Aber das kann. Nee, ich kann ja nicht auf die Karte. Haha, es geht ja gar nicht. Ich habe auch schon mit Sephiroth gequatscht. Und die Wache habe ich auch schon angequatscht. Hab alles schon gemacht. Ich kann ja nochmal mit ihm quatschen. Vielleicht muss ich nochmal machen. Ja gut, hast recht. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich habe eine Leiterin zum Makoreaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Gut. Jetzt läuft er von alleine. Ah ja. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls was passiert. Ah, vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa, nett dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich. Ich lasse mich in sowas nicht hineinziehen. Kein Problem. Wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Ja. Mhm. Darf ich... Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Ein Hin- und Her-Gewackel. Bitte lächeln. Oh. Prima, danke schön. Ich gehe dann wieder. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Ja, gut, danke. Wow. Am Mount Nebel wurde ein Makoreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Hi, Tifa. Hier geht's tiefer runter. Ab hier wird's schwer. Mir nach. Ich würde gerne speicheln. Oh, die Brücke! Ah, nein! Voll, Scheißtechnik.
Solide gebaut, muss man sagen. Auf jeden Fall. 50 Meter in die Tiefe gefallen und nichts passiert. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Aber jetzt gehen wir gemeinsam. Echte Handarbeit vom Feinsten, ne? Auf jeden Fall. So, gibt's hier irgendwo bitte einen Speicherpunkt? Ja, geh mal da lang. Ah. Hart, aber Häschen? Was? Oh, wir müssen noch kämpfen. Erst nach der Geschichte. Oh Gott, wie lange soll ich denn heute machen? Es ist schon 10:30. Oh Gott, Entschuldigung. Wow! Ich glaube, das geht schnell. Ist nicht mehr lang. Okay, na gut, wenn du das sagst. Wo geht's hier lang? Hallo? Wo komm ich hier lang? Ich komm hier nicht lang, oder? Hä? Oh, nein, da wollte ich nicht hin. Wo geht's denn jetzt hier lang? Hier geht's offensichtlich nicht lang. Das gute, viel zu lange Käsemesser. Ja. Ach, er hier. Ja, gut. Blitz 3. Hetzer. So, ich muss das jetzt mal sagen. Ich will das auch können. Wo geht's denn hier lang? Oh, das ist so toll. Das lange Käsemesser, oder was? Sephirunks. Sephirunks. Und wieder tot. Instant. Nuller Damage. Ja, mit Blitz 3. Los, klau ihm die Materia. Oh ja, klau ihm die lieber. Konnte ich gerade was klauen? Ich gar nicht mitgekriegt. Mal gucken gleich. Ich klaue Sephiroth die Materia. Ist das euer Ernst? Oh, eine Höhle. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Aha. Das muss die Makroenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makroreaktor gebaut. Neben ihm ausbauen. Klar, NPCs spüren keinen Schmerz. Oh. Jetzt bringt mir das doch nichts, wenn ich jetzt hier level. Ich kann ihm nichts klauen. Er ist schon ein ganz schön fieser Bastard, oder? Muss man mal so sagen. Ach, im Menü? Ach so, meinst du das? Entschuldigung! Da leuchtet was. Aber es geht doch wahrscheinlich nicht. Wir sind doch jetzt in der Vergangenheit. Und was ist das? Ein Makrobrunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Makroreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Makroenergie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrer natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das so behauptet.
Also. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Makobrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes. So, gehen wir mal hier hoch. Hojo hat immer noch Komplexe. Ja, hat er. Wir sind da. Endlich haben wir es geschafft. Aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein. Ich will es sehen. Nein. Bleib's hier. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber... Pass auf die Lady auf. Du kommst hier nicht rein. Ah, kein Zugriff. Mann, ich will aber. Mann. Hallo, Steffen. Dann pass lieber auf. Also auf mich. Pass lieber gut auf mich auf. Oh. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, wir sind in der... Hallo? Wo bin ich? Ich bin gefangen. Hä? Jetzt geht das wieder los, oder wie? Oh, diese perspektivische, ja, Dingens. So. Gut, gehen wir mal hier rein. Das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Endlich kommt der Junge mal zu Besuch. Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Cloud, schließ das Ventil. Welches Ventil? Ah, das hat. So. Und nun? Warum ist es kaputt gegangen? Hä? Jetzt verstehe ich. Hojo! Aber selbst wenn du das gemacht hast... Was? Selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie kondensiert wird? Ja, sie wird zu Materia? Ja, normalerweise. Aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Was hat denn er da reingetan? Ich komm nicht hoch. Komm nicht hoch! Hallo? Wie soll ich denn? Ich kann hier nichts machen. Schau durchs Fenster. Also. Nee. Was ist das? Soldiers werden mit Marco übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau. Und Hojo von Shinra hat diese Monster gemacht.
mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normale Soldier, heißt das, du bist anders? Ah. Hey, Sephiroth. Nein. Wurde ich. Ich muss trinken. Wurde ich auch so gemacht? Das kann nicht sein. Ah. Bin ich so wie all die Monster? Sephiroth? Ah, Scheiß hier. Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Ich hab's nicht kaputt gemacht, ich war's nicht. Oh nein, noch ein Bosskampf. Tut mir echt leid, dass es heute so lange geht. Ich wusste nicht, dass da nicht irgendwie nochmal ein Speicherpunkt ist. Tut mir echt leid. Bin ich ein Mensch? Das kämpft nicht mehr. Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra. Je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Makoreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Warum sprichst du mich an? Spiel speichern und rasten. Ja, kann sein. Wollen wir hier rasten?